Betty? Elizabeth? Is that you? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Draugen. Ja, die letzte Folge, da hatten wir einen ziemlich heftigen Plot-Twist. Die ganze Geschichte hat sich jetzt in eine Richtung weiterentwickelt, die ich so nicht erwartet hätte. Hatte ich ja schon in der letzten Folge gesagt. Ja, seine Schwester wird hier immer kompletter, zumindest was ihre Kleidung anbelangt. Also ich weiß nicht, wie die Dame, sollte sie noch leben oder überhaupt existieren, im Augenblick so real durch die Gegend läuft. Also zumindest Hut, Schal und Mantel ist nicht mehr mit von der Partie. Die existieren jetzt hier. Jetzt will er nach Betty rufen mit F. Okay. Ich schaue mich aber trotzdem erstmal noch ein bisschen um. Okay. Da hören wir irgendwas. Wir schauen mal. Wie schaut er denn aus? Nur so wie immer. Etwas angeschlagen. Okay, ja. Ist nicht schon. Auch seltsam ist halt. Etwas seltsam ist es halt auch, dass so die ganzen Kleidungsstücke so nach und nach auftauchen. Ja, das ist. Betty, I'm coming. An den unterschiedlichsten Orten. Und wir schauen mal, was da oben irgendwie Geräusche verursacht. Ich glaube nicht, dass es Betty ist. I knew you were here. Ich bin mir da nicht so sicher. So, egal, wir schauen mal rein, um das Ganze hier aufzulösen. Are you in there? Ja, toll. Open the door. I'm coming in. Stand away from the door. Er wird rabiat. Wir werden. Oha. Ja, toll, ein Vogel. Dafür haben wir jetzt hier die Tür zerstört. Das ist der. Ach du Ahnung nicht. No! No, 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 no! Oh. Oh, thank you. Thank you. I thought it was you, Betty. But who? Das Anna. Dürfte die Frau des Hauses sein, ja. Die hier gestorben ist. Die Leiche selber können wir nicht oder noch nicht untersuchen. Da liegt ein Zettel. Ups, was war denn das? Ein kleiner Freeze. Wir lesen mal. It's from Johann. Addressed to his wife. Handschrift. Edward kennt sich in der Schreibkunst aus und er erkennt mit einem Zittern geschriebene Striche und etliche Fehler. Beunruhigt. Das ist das Werk eines verzweifelten Mannes, denkt er. Das Werk eines Mannes, der nicht mehr weiter weiß. Did you notice the handwriting, Betty? It was clearly distraught. Knock, air, knock. Enough is enough. After decades of strife, I pray that God will tell ye. Forgive me. I am tired of secrets. For 20 years I have kept my silence about our discovery, but my silence has only led to misfortune, and my cowardice has only led to death. I will make Frederick pay for what he has done to us, for what they have done to our Ruth. When it is over, I will let the ocean take me to you and Ruth. May God forgive me. Anna was already dead when he wrote this. He had no one else to confess to. What now, Betty? Johann went to confront his brother, probably at Frederick's farm. And then?
Oh mein Gott, was hat sich da bloß für ein Drama abgespielt? Sieht so aus, als wenn ja, die Mutter sich umgebracht. Also, könnte natürlich sein, dass sie den Tod ihrer Tochter nicht überwinden konnte. Und deswegen den Freitod gewählt hat. Ja, und ihr Mann hat sie dann halt so vorgefunden, hat ihm einen Brief geschrieben. Sein Bruder für alles verantwortlich gemacht, wie schon seit, ja, 20 Jahren. Und, was auch immer dann geschehen ist. Mord, Selbstmord. Man weiß es nicht. Ist immer noch die Frage, wer ist der Gehängte gewesen? Auch da ist ja noch nicht ganz raus. Oder da wissen wir auch noch nichts drüber. You said this was a gift from another unlucky suitor. Brotkrume, er glaubt nicht, dass Betty dieses Feuerzeug aus Versehen hier gelassen hätte. Kostbar. Er weiß, dass das Feuerzeug Elisabeths kostbarer Schatz ist. Ein Gegenstand von sentimentalem Wert. Okay. It was precious to you. You wouldn't have left it here unless a signpost. A breadcrumb. Naja. Followed Johann to Frederick Fretland's farm and then to the mine. Hof Johann ist zum Hof seines Bruders gegangen. Edward befürchtet, dass Betty ihm gefolgt ist. Mine, doch Betty wäre noch weitergegangen. Den ganzen Weg zur Mine. You wouldn't let this go, Betty. You'd follow your story to the end. All the way to the end. Möglicherweise. Okay. Ja, gut, wir können hier weiter nichts tun. Wahrscheinlich wäre es auch zum wäre es sinnvoll, zur Mine zu gehen. Nein, das ist nur die Pfeife mit Tabak. Schau hier nochmal rein. Ja, der Raum ungenutzt, Bett natürlich auch nicht benutzt. Das macht natürlich jetzt Sinn alles, weil die gute Elisabeth ja nie wirklich existiert hat, außer in seinem Kopf. Elisabeth, Quatsch. Alice, Mann. Ich und Namen. Ja. Okay, ich nehme einfach mal nochmal die Zeit und spaziere mal ein bisschen auf den Balkon. Einfach um die leicht vernebelte Aussicht zu genießen. Schneit das? Ja, wir sind ja hier im Herbst, glaube ich, angekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, genau. Herbstanfang. Und gut, wir sind hier in Norwegen und so. Da kann das schon relativ früh dann auch mit dem Schnee losgehen. Das ist nicht weiter verwunderlich. Ich gehe auch nochmal hier kurz bei Ruth rein. Vielleicht entdecken wir ja doch noch das ein oder andere. Aber ich, so wie es aussieht, ist in diesem Haus der Toten weiter nichts zu entdecken. Mann, was eine Geschichte. Das Buch haben wir aber gelesen. Ich überfliege mal ganz kurz. Vielleicht irgendein Eintrag, den wir vielleicht noch nicht mitbekommen haben oder so. Nee, das ist bekannt. Auch das ist ja, mit dem Kleid und so weiter und so fort. Dass sie vermutet, dass Ruth irgendwas verbirgt. Vielleicht den Fund, den sie in der Mine gemacht hat. Möglicherweise kann so sein, muss nicht so sein.
Ruth wird immer verschlossener. Und dann der Tod von Ruth und dass sie halt nicht glauben kann, dass Simon daran schuld ist. Ansonsten ist hier nichts weiter Erwähnenswertes, was wir irgendwie vielleicht beim ersten Mal übersehen hätten oder dergleichen. Gut, wir können jetzt hier wieder diesen komischen, etwas traurigen Walzer spielen. Das bringt uns aber auch nicht weiter. Wir machen uns auf den Weg. Ich wollte nur sicher gehen, dass wir nicht noch irgendwo ne, irgendwas, einen Hinweis, was auch immer, übersehen haben. Und daher habe ich mir einfach nochmal die Zeit genommen. Wir rufen mal. The gate. Frederick's warning. The path leads to his farm. Okay. Ich guck mal, ich mal hier den Turbo einschalten sollte. Da vorne wird ein Punkt angezeigt. Vielleicht sollten wir da hin. Würde ich mal ganz stark vermuten. Weiß nicht genau. Irgendwas macht mich da doch auf aufmerksam, dass das vielleicht eine gute Entscheidung wäre, diesen Weg einzuschlagen. So. Genau. Da ist der Rabe wieder. Und jetzt klettern wir mal drüber, was wir ja beim ersten Mal nicht gemacht haben. You piece them together into a story, wouldn't you, Betty? So, what do we know? Johann and Frederick are partners, and on good terms. Something happens in the mine. Disagreements lead to a falling out. And at the end of it all, 20 years later, Johann walks this path to confront Frederick. Nun gut, dann wollen wir mal schauen, was uns am Ende dieses Pfades erwarten wird. Entschuldigung für die leichten Mausruckler. Betty? Oh. Is this your doing, Johann? Did you burn your brother's farm to the ground? Oh mein Gott. And where were you, Betty? Did you witness their fall? Das ist das ist ziemlich niederschmetternd. Liegt etwas in diesem Kamin? Ich sehe es genau. Kann nur nicht erkennen, was es ist. Ihr könnt aber auch zumindest im Augenblick noch nichts mit anfangen. Ohne, das sieht wie ein Safe aus. What do you reckon, Betty? Oh, Eröffnung der Mine. Ja gut. Gut, dass unser Kollege sich das gemerkt hat. Ich nehme mich nicht. Und das war es dann aber doch wohl auch nicht. Was anderes können wir hier auch nicht machen. Ne? Nee. Heißt, wir kommen da erstmal nicht dran. Wir brauchen neue Informationen. Aber hier findet sich relativ wenig. Vielleicht können wir ja jetzt mit dem Teil, was da im Kamin liegt, interagieren. Sieht nicht so aus. Soll das sein? Ich kann es wirklich nicht genau erkennen. Eine Statur oder irgendwas? Keine Ahnung. Kurios. Was anderes kann man hier natürlich in diesem verbrannten Gebäude, was davon übrig ist,
nicht mehr entdecken oder irgendwas finden. Betty? Hm. Sollte Betty überhaupt noch existieren, dann ist sie vielleicht in der Mine. Aha, Moment. Grabsteine. Einer ist hervorgehoben. Genau, Margaret. Margaret ist ja wohl vor allen anderen gestorben. Geboren 18.04.1880 und gestorben am 5.12.1909. Ja, gut, er selber liest das nicht, aber wir haben es ja gerade schon selber hier, ne, gelesen. Man konnte das ja ganz gut erkennen. Und dann haben wir hier den Sohn, am 5.12.1909 geboren. Moment, ich kann mal direkt auf lesen. So, genau, also Simon Fritland ist am... Simon's grave. Ja. Born December 5th, 1909, died September 17th, 1923. The safe. Frederick would choose numbers that meant something to him. Ja. Why bury Simon here and not at the cemetery? His wife's grave is also here. Perhaps Frederick wanted nothing to do with the church or with their God. Das wäre eine Erklärung. You use your imagination, Betty. You'd figure this out in no time. Ja, wie gesagt, das wäre eine mögliche Erklärung, aber vielleicht wollte er auch nur, ja, seine Familie in der Nähe haben. Das kann auch sein, dass er dann nicht sie irgendwo auf dem Grab in der Nähe der Kirche begraben wollte, sondern hier am Haus. 5.12.1909. Einen Augenblick. 5.12.1909. Sie ist bei der Geburt gestorben. Oha. Ja. Das war für den Vater natürlich auch kein leichtes Schicksal, seine Frau halt bei der Geburt des Sohnes zu verlieren. Bindet natürlich auch dann unter Umständen halt Vater und Sohn eng aneinander. Die hatten ja nur noch sich, so gesehen. Ha. Hier ist wieder eine Schaufel. Warum auch immer. Ja, das liegt ja noch. Ja gut, die Ereignisse liegen ziemlich eng beieinander. Also was jetzt hier aktuell stattfindet. So, Moment, wo war hier der Aufgang? Vielmehr der Eingang. Da. Dann schauen wir mal. Den Safe jetzt aufkriegen. Simons Geburtstag oder Margarets Geburtstag? Das ist jetzt hier die Frage. Fangen wir mit der Frau an. Dann kann es nur noch Simons Geburtstag sein. Was ja auch der Todestag seiner Frau ist. Alles klar. Okay. Another Viking artifact, Betty. Most likely from the same treasure Ruth found. Was haben wir hier? Postmarked in Boston. That's it. Curious coincidence. Allerdings. Dear Frederick, I hope this letter... It's in English, Betty. Hope this letter finds you and the boy in good health. We're concerned about you both. No word from you for almost 2 years now. All of us still heartbroken about Margaret's passing. We know things have been difficult for you and Simon.
Ja, und wem war der Brief? Keine Unterschrift oder so? Ich heb das mal auf. Mr. Fretland. We expect you to take care of this problem. If the discovery is made public, the authorities will intervene and the mine will be shut down. Should this happen, we will consider it a breach of our contract and we will withdraw our investment. You and your brother will be responsible for all debts and losses. Johann must be convinced to wall up the chamber. We have already dealt with the worker who made the discovery. Oha. The Fretland Mining Company. I wonder what this unlocks. Vermutlich den Zugang zur Mine. War der nicht verschlossen? War da nicht irgendwie sowas? Möchte an so ein Schloss erinnern? To the mine. I hope our guardian angel watched over you. Ja, das ist wohl wahr. Das hoffen wir alle. All right, Betty. So what happens next in your story? Das werden wir hoffentlich herausfinden ab der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles, alles Gute und genießt die Zeit. Johann and Frederick discover something in the mine. A cave or chamber of archaeological value. They argue about what to do. If the discovery is made public, it's the end of their enterprise. Johann is convinced or paid to walk away. Their secret stays hidden. Then, a few months later, the accident. Three men die. The investors pull out. The mine shuts down. Frederick's up to his neck in debt.